Boah, das liegt da noch auf dem Weg. Da liegt auf jeden Fall noch Geld auf dem Weg. Boah, ist das gemein, ey. Eine 50-50 Chance und da brauche ich sie noch, weil ich links nehme. Ich hätte den rechten nehmen müssen, einfach aus der Regel rechts vor links, ja? Aber, oh. Wenn man sowas immer vorher wüsste. Zu Mario natürlich springen. Zu keinem anderen sonst. Hello. Ich habe was vor, für dich nur zu ruinieren. Nämlich, dass du mir dieses Hotel noch weggebietst. Das war alles. Opa, danke. Ich danke dir. So, dann damit nehme ich. Nein, 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 nein. Mario wäre klüger eigentlich für dich. Yoshi-Klon. Nein. Das ist neben dem Laden, das ist unten rechts. Okay, ich kann nur maximal 30 klauen. Ja, nimm schon, ey. Du bist auch blöd, ich hab die Wahl. Naja, es war ja nicht, es war ja kein falsches Hotel. In dem Sinne. Willkommen, Mario. Und dann, wenn du nicht genug Geld hast, nämlich 93, kannst du dieses Hotel nicht übernehmen. Jawohl, ja. Dank dir. Weg mit dem Geld. Ja, das Hotel gehört nach wie vor mir, ja? Nächste Mini spielt gegen Mario, gut, kann ich nicht rechnen. Jawohl, wir können uns alle rechnen. Bob-Bob-Hagel. Damit haben wir gewonnen, einfach in die Ecke gedrängt. Daten werden natürlich gespeichert. Letzten 5 Runden! An alle Verrückten, an alle Außenseiter, jetzt wird er ja alles ein wenig gegeneinander gewirbelt. Natürlich eigentlich nicht mehr. Einen Moment Pause bitte, jetzt sind nur noch 5 Runden zu spielen. Ein Blick auf den Punktestand gefällt. Yoshi führt das Feld an. Mario ist momentan auf dem 2. Platz. Luigi auf dem 3. Und the very of the last Platz. Die letzten 5 Runden beginnen doppelt also auf dem besonders, weil jetzt die Zeit ist für die Wohltaten. Ich denke, wir sollten das Ganze ein kleines bisschen interessanter gestalten. Ich bin für das nächste Mal 30 Münzen reicht, um auch zu gewinnen, war nur 9. Jetzt will ich euch dem Geld hinterherrennen sehen. Auf dieses Feld legen wir eine Münze, auf die roten Wälder Münzsäcke.
Hui, das finde ich. Also durch die Bonusmünzen. Hier sieht das Spiel ganz anders aus. In den letzten 5 Minuten ist alles noch offen. Nein, ist nicht mehr alles offen. Eigentlich ist dieses Spiel schon entschieden. Ich bin wieder dran. Kegelein, Glückerlein, die weite Welt hinein. Eine Null, ich überroll jemanden. Genau, dich. Wie herrlich. Es wird Münzen gestohlen für mich. Hallo. Andi. Hey, Kollege. Hallo, ich mache einfach Münzen, okay? Gut, Mario wäre mir ein bisschen interessanter gewesen. Was er gestohlen hat? Okay, 30. Hey, ich habe einen Aufkunden für dich, ich habe 30 Münzen, ich kann losnehmen, schon gerne. Wir sehen uns, Kollege. Aber immer wieder gerne. Ein 9. Also ob man am Münzen da lässt, weil sie nicht mehr mit sich verhandeln. Eine 10 von Mario noch. Ein Kegelbonbon, okay. Ein 4-Spieler-Minispiel, okay. Also, dann sind es gleich nur noch 4 Runden. 4 lange Runden vor allem hier. Und ist so long. Wir dürfen den Kettenhund sauber machen. Es werden lange Runden. Ah, komm schon! Und der nächste Fisch ist fertig. Und der nächste ist fertig. Und der nächste ist auch noch fertig. Und der nächste ist auch noch fertig. So. Dann haben wir gewonnen. Hier jeweils einen Blick Vorsprung. Noch 4 Runden. Er kauft sich was für 5 Münzen. Ein Kegelbomber. Ach gut, da kann man jetzt wieder Münzen investieren. Weil der mal die was geklaut hat da drin. Das ist jetzt natürlich wieder einnehmbar. Na, das passieren wird nachher. Ich habe da so meine Zweifel. Ah ja, von Wario. Oh, das ist schlecht. Von Wario kann er noch abgeluchst werden. 1. Ja, von Wario kann er abgeluchst werden. Ich bin der Einzige, der das machen kann. Oh,
Mal, wir hören noch eins, damit wird die Runde auch schon vorbei. Ja, das war eine schnelle Runde. Aber irgendwas für Spielen, für vier Spiele Minispiel. Pogo Party! Und los geht's! So, Start oder Go? Was hab ich auf eine Farbe? Blau! Oh Gott! Guten Morgen, Philipp! Oh je, oh je, oh je, oh je! Der wegen einer Festfarbe gefällt. Wo ist die letzte? Da hinten 50. Oh, ich hab meine 50. So viele rote, ey. So, das mal wieder mit den Roten eigentlich. Ich hau da nicht mehr noch das Geld hier. Jetzt zum ersten Mal die 100 Münzen Grenze erreichen. So, noch drei Runden. So, fünf Würfel leer. Wollen wir jetzt alle Geld. Eine 8. Springbonbon, okay. Kann ich gleich vielleicht zu Wario springen? Wenn der was Kleines würfelt. Ich glaube, das reicht noch. Ja, es reicht. Glück gehabt. Ein Flop-Flop-Bonbon, okay. Ich würde genau vor mein Hotel gehen, das ist gut. So, den Kegel einsetzt Mario, das war mal sowas von klar. Wow. Egal, ob es 10 Münzen. Sind nur 10. Nichts Dramatisches. Und 4 Spieler Minispiel. Rotationskünstler. Sollten wir gewinnen. Und go, genau. Wario wäre fast runtergefallen. Ich bin natürlich weit vorne, aber hier kann jeder Münzen gewinnen. Muss man einfach nur irgendwie ins Ziel kommen. Und Wario war zu blöd, darüber zu springen. Gut im Rennen. Kann man dazu nichts sagen. Außer dass der Wario vielleicht mal abgeknallt werden könnte. So, ich hab's geschafft. Die anderen beiden haben es auch noch geschafft. Damit gewinnen wir drei alle Münzen. Selber, wir haben eigentlich alle ein bisschen Geld aus dem Mario. Noch zwei Runden.
eine 4. Vieler Flop unterwegs. Den Kegel wirft er weg. Das kann maximal noch zwei, ein Bonbon gleich einsetzen. Und wie es Sinn macht, die da überhaupt noch so lange zu porten. Vielleicht denke ich gerade auch über mich. Deswegen werde ich jetzt beide einsetzen. Ich muss zu Wario springen. Gelungen ist. Ach, die 1 reicht mir schon. Um mein Profit hier mal ein bisschen anzuheben. Nämlich um 100 genau wieder. Die 30 hast du mir geklaut, ja, Wario. Da sind sie wieder drin. So kannst du mir das wieder nicht abnehmen und die 10 Münzen, die interessieren mich gar nicht. Ob du mir die noch klaust oder nicht. Sehr ärgerlich, oder? Auch ärgerlich, oder Wario? Ja, du hast so viele Münzen, kannst du aber nirgendwo mehr investieren. Scheiß bald, das geht einfach mal für dich. Du bist eh so ein reicher Geld. So, und jetzt ist Mario dran, der noch nie Geld gesehen hat für die Rettung von Prinzessin Peach. Immer nur so ein Stück Kuchen, falls er den überhaupt gesehen hat. Bei meinem anderen Let's Play. Hat er ihn überhaupt gesehen, ist die Frage. So ein 4-Spieler-Minispiel. Zeitverschiebung. Das vorletzte Minispiel. Danach noch 51 in diesem Let's Play. Ja, und dann noch die ganzen Minispieler nochmal alle einzeln. So, bestimmt bitte nach 8 zeigt er mir als erstes an, jetzt gleich. Ja, wie immer eigentlich, komischerweise. Also irgendwas mit halb 1 kommt dann meistens oder so, oder ja, oder so ähnlich. Ach doch, war doch schon richtig. Nein, war falsch! Oh, der Grüne ist der Kleine, oh. Das finde ich wieder einfacher. So. Ganz ruhig an, braucht man hier. Ja, doch, schon so rum. Da war Mario jetzt einen Zack schneller. Damit haben wir das gewonnen. Okay, die Tür schließt sich, wenn wir drin. Passiert nichts, okay. Hätte sein können, dass da hinten ist was passiert. So, damit ist es die letzte Runde. Okay. Ja, wir sind jetzt gar nichts mehr, das Glücksfeld. Das hätte man eigentlich auch deaktivieren können. Ganz zum Schluss, das Glücksfeld. Dass da gar nichts mehr passiert. Ja, wir befinden uns in der letzten Runde. Deswegen geschieht nichts.
eigentlich sinnvoll gewesen. Und besonders bei dem Brett hier macht das keinen Sinn. Jetzt haben wir den Schnarchbonbon ein von der 2. Fragezeichen Stern. Ist ja geil, ich bin nicht direkt zu einem Hotel, kommt auch mal an welches. Aber es bringt mir natürlich auch nichts. Immer auch deaktivieren können. Für die letzte Runde. Ja, ich danke dir, Cooper. Ja, nicht der Rede wert, bitte bestimmt sagen. Wenn ich mich nicht um die Benzinkosten beteiligen muss, ist mir das egal. So, Wario hat das Geld echt gehortet, Luigi auch und Mario hat eh kein Geld, so richtig. Also ich hab's überlebt mit dem Hotels. Ich hab's eigentlich überlebt, ich hab's eigentlich souverän gemeistert hier. Weil die Bombe haben wir in der letzten Runde auch deaktiviert, dass man noch reinbekommt. Was Sinn macht. Deswegen hätte man auch manche Fälle in der letzten Runde aber auch deaktivieren können. Das letzte Minispiel ist ein 2 vs 2 Minispiel. Ich mit Mario gegen Wario und Luigi in Dortensport. Und los geht's. Damit haben wir gewonnen. Ziemlich souverän sogar. Ich komme auf so ein Stück Torte jetzt. Aber nichtsdestotrotz, das war's. Jetzt noch die Bonuskerne. Auch das schönste Spiel muss an mein Ende haben. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ihr das Spiel alle überstanden habt. Darf ich noch erwähnen? Einer von euch ist ständig auf Ereignisfeldern gelandet. Du hast ja hier richtig auf Aufregung gesorgt. Jetzt kann dich wohl nichts mehr aus der Ruhe bringen. Wollte mir nicht eigentlich die Ergebnisse bekannt geben? Meine Ohren tun schon weh von den vielen Geräten. Ohren? Was für Ohren? Aber du hast recht. Jawohl, Zeit für die Ergebnisse. Und so ist es. Der Gewinner steht noch nicht fest. Doch, er steht schon fest und das bin ich. Zuerst werden die Bonussterne verteilt. Bis eben habt ihr Sterne nachgejagt. Die Bonussterne kommen zu euch, sie werden zu euren Sternen multipliziert. Nein, addiert. Juhu, es geht los. Jetzt werden die Bonussterne vergeben, gleich 3 davon. Welcher Bonusstern wird wohl zuerst auftauchen? Der Bonbonstern blendet. Dieser Bonusstern geht an den Spieler, die meisten Bonbons sind. Das sind eure Bonbons. Gehen an Wario? Oh! Okay, da will ich mal gleich in den Details mal schauen, wie viel ich mal eingesetzt habe. Und nun zum zweiten Bonusstern. Welcher mag es wohl sein? Der Ereignisstern. Geht an den Spieler, der auf den meisten Ereignissen gelandet ist. So geht an Yoshi! Yippie! Also an mich. So, und der letzte Stern. Wir kommen nun zum letzten Bonusstern. Der letzte Bonusstern, der vergeben wird, ist der Rabattstern. Brillant. Dieser Bonusstück geht an den Spieler, der die meisten Münzen in den Leben gelassen hat. Geht an Wario. Also Wario hat richtig gesammelt hier. Ich habe auch gedacht, dass der locker nicht geht, aber das war der letzte Bonusstern. Hab ich nur einen diesmal bekommen, okay. Ich glaube, das ist das schlechteste Ergebnis, obwohl ich nur einen Bonusstern bekommen habe in diesem Let's Play. Nun geben wir bekannt, wer gewonnen hat, wer dieses Spiel für sich entschieden hat. Das ist ja eindeutig schon gewesen. So nach 30 Runden war es irgendwie klar. Yoshi, was für ein Triumph! Du bist der Superstar! So,
So, wir haben 19 Sterne. Luigi wurde noch letzter, trotz 3 Handicap-Sterne. Also Mario zweiter mit 5 Sternen, mit 24. Mario wurde durch die 2 Bonus-Sterne noch dritter. Die Details, wie recht neugierig. Also 498, also knapp die 500 haben wir gewonnen. Ah, ich habe nur 50 Menschen da gelassen. Ich habe nur 17 eingesetzt. Ich habe am meisten gezogen. Okay, 7-mal das Versuchen ist doch ziemlich eindeutig. Luigi 4-mal auf Glück, ich 3-mal auf Donkey Kong. Das waren natürlich die Details schon. Da sind alle dicht beieinander. Jetzt kann man auswählen, 334 durch 50 meine Durchschnittswürfelzahl. Gut, 300 durch 50 sind 6. Das sind 6, ja. 6,6, wenn ich jetzt gerade nicht ganz verrechnet habe. 6,6 ungefähr, also 7 im Durchschnitt. Das ist viel. Ich sag ja mal bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wieder Let's Play Mario Party 8 im Partymodus, diesmal dann das letzte Brett. Bowser's Skull gerne. See you later.